Das geht. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Stuffer hat mir gerade charmanterweise das Zeichen gegeben, jetzt den Abend auch offiziell beginnen zu lassen. Ich darf Sie im Namen der Stadt Ravensburg, im Namen des Kunstmuseums ganz herzlich heute Abend hier begrüßen. Endlich mal wieder eine Vernissage und endlich eine, wo wir Stühle anschleppen müssen. Hier vorne hat es noch zwei, drei. Sie können sich dann noch eine 3D-Brille nehmen, dann werden auch die Grußworte nicht so langweilig. Dann sehen Sie nicht hinter mir gleich wirklich was und nicht nur das, was Sie glauben zu sehen. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich habe meiner Freude schon Ausdruck verschafft, dass Sie alle da sind. Darf ganz besonders begrüßen Frau Gudrun Selinka. Schön, dass Sie da sind mit Vertreterinnen des Vorstands der Peter und Gudrun Selinka Stiftung. Schön, wegen Ihnen sitzen wir eigentlich hier. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich darf begrüßen Frau Stuffer, Ihr Team. Ich sehe Frau Gross, die heute hier mitkuratiert hat, und natürlich Frau Dr. Schmidt aus Chemnitz. Danke, dass Sie gekommen sind, und noch viel größeren Dank, dass wir hier diese Ausstellung bekommen konnten, dass wir sie auf Ravensburg, auf diese Räume anpassen konnten, dass wir sie an der einen oder anderen Stelle auch verändern durften, dass es noch besser passt. Aber ohne Sie gäbe es diese konkrete Ausstellung nicht. Herzlich willkommen in Ravensburg. Ich sehe noch Dr. Bettina Kretter, Vorsitzende des Vereins Freunde des Kunstmuseums. Sie finden ganz viel Flyer, Prospekte über Jugend im Museum, Babyführungen, englischsprachige Führungen bieten wir jetzt auch an. Naja gut, Sie können sagen, jetzt erst, immerhin, wir tun's. Native Speaker gefunden, nicht so einfach in Oberschwaben, die dann auch noch kunstaffin sein müssen. All das in der Vermittlung verdanken wir maßgeblich den Freundinnen und Freunden des Kunstmuseums. Liebe Bettina Kretter, danke, dass du so viel Engagement in diesen Verein steckst, und noch besser als der Applaus, der jetzt gleich donnernd und schallend kommt, wäre es, auch Mitglied zu werden, weil dann können wir noch mehr tun. Also Bettina Kretter, danke. Das Schöne an textiler Kunst ist, dass man sie ganz gut erleben kann. Also hier gab es Mutige, die sich gleich in die Kunst hineinbegeben haben. Sie werden das vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas metaphorischer machen müssen und eben durch Abstand eintauchen in die Werke. Ich freue mich jedenfalls, dass wir diese Ausstellung, die ja eigentlich ein ganz klassisches Corona-Opfer ist, hier aus Chemnitz herbekommen konnten. Und damit wird sie zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Keiner konnte in einem langen, harten sächsischen Lockdown diese Ausstellung vorher sehen. Und diese Offenheit auch gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, sind vor allem Künstlerinnen, diesen Einsprung von Ravensburg möglich zu machen, das ist wirklich toll. Und ich habe schon gesagt, Frau Dr. Schmidt, da sind wir dankbar. Sie werden heute viel lernen. Ich habe gestern schon viel gelernt bei dem Gespräch zwischen Frau Gross und Frau Dr. Schmidt rund um die Preview. Freunde des Kunstmuseums dürfen einen Tag vorher rein, erfahren dann noch mehr, ist die Lernkurve viel steiler, nehmen mehr mit. Und ich möchte heute gar nicht so viel sagen, weil es war wunderbar, Ihnen beiden zuzuhören. Und heute, Frau Dr. Schmidt, werden Sie uns in die Ausstellung einführen. Ich bin gespannt. Ich wünsche viele, viele Besucher. Es ist unglaublich üppig, was wir an Farbe, Form und Kunst hier im Haus haben. Und prompt heute Morgen Kalenderspruch: es gibt keine falschen Materialien. Es gibt nur falsch eingesetzte Materialien. Und wenn wir uns das auch jetzt ein bisschen vergegenwärtigen, wenn wir Ihren Ausführungen lauschen über das Textile in der Kunst, über Musterung, dann werden wir sicher einen spannenden Abend erleben. Viel Vergnügen, alles Gute, danke. Auch von meiner Seite noch ein kurzes Grußwort, ein herzliches Willkommen an diesem Tag. Es ist einfach schön, hier wieder gemeinsam zusammen sein und diese Magie der farbmächtigen Bildwelten, der haptischen Stoffe und der installativen Setzungen hier direkt erleben zu können. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die das Glück
und die Freude hatten, die Ausstellung Musterung, Pop und Politik in der zeitgenössischen Textilkunst in Chemnitz in den Kunstsammlungen am Theaterplatz zu sehen. Sie werden sich nun fragen, wie kommt das? Und Sie haben von Simon Blünke bereits den entscheidenden Hinweis bekommen. Denken wir zurück an Ende 2020, an diese Zeit. Wir hatten noch das Glück, gerade die große Licht- und Soundinstallation von Emeka Okpo hier im zweiten Obergeschoss zu eröffnen. Dann unsere große Sammlungspräsentation der Sammlung Selinka, in dem wir die Neurahmung unserer expressionistischen Werke vorgeführt haben. Natürlich die Eröffnung damals schon wie unter Corona-Bedingungen üblich ohne Reden mit dem sogenannten Open House. Aber es dauerte bei uns circa eine Woche, dann mussten wir schließen und dieser Lockdown dauerte eben teilweise auch wirklich monatelang an, war ganz unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland und manchen Ausstellungsmachern ist es eben widerfahren, dass trotz allen Bemühungen um Verlängerung eine Ausstellung ungesehen wieder abgebaut werden musste. Große Herausforderung für Ausstellungsmacher, für Künstlerinnen und natürlich das Publikum. Umso mehr großartig jetzt die Faszinationskraft der Originale, die sinnliche Qualität der Materialien und die vielschichtigen Inhalte hier ergründen zu können. 18 zeitgenössische Positionen, Strick, Fell, Leder, Kleider. Der Faden erspannt sich bis in die virtuellen Welten. Und hierfür mein ganz herzlicher Dank an die beiden Kuratorinnen, an Dr. Sabine Maria Schmidt von Chemnitz, die die Ausstellung konzipiert hat, und an Christina Gross, die diese Ausstellung für Ravensburg in einer wunderbaren Präzision und mit vollem Enthusiasmus großartig umgesetzt hat. Den beiden Kuratorinnen mein allergrößten Dank. Merci! Und im Namen von uns allen möchte ich mich an dieser Stelle auch natürlich bei allen beteiligten Künstlerinnen bedanken, von ganzem Herzen, für all das Engagement. Ich begrüße hier unter uns Erika Hock, Sarah Seiser, Tobias Handmann und Roland Stratmann. Großartig, dass ihr hier seid. Wunderbar. Natürlich gilt auch unser Dank allen Leihgebern, unter anderem dem Museum in Ulm und der LBBW-Stiftung für großartige Werke sowie den beteiligten Galerien für die wunderbare und fruchtbare Zusammenarbeit. Merci vielmals. Und es geht noch weiter mit dem Dank, denn ohne unsere kontinuierlichen und verlässlichen Sponsoren könnten wir so ein Ausstellungsprogramm, wie wir es praktizieren, nicht umsetzen. Deswegen sind wir den Firmen in und um Ravensburg unendlich dankbar, die uns so tatkräftig unterstützen. Und last but not least, was wäre ein Museum ohne ein fantastisches Team, ohne Einzelne, die mit Enthusiasmus und Präzision ihre Arbeit ausführen? Neben Christina Gross in meinem Kernteam danke ich von Herzen Susanne Bentele und Sabrina Caballa und den vielen wichtigen Händen, die an der Gestaltung, der Umsetzung und der Bewerbung einer Ausstellung nötig sind. Das ist einfach großartig. Wussten Sie eigentlich, dass die Kunstsammlungen Chemnitz, 4 Museen und das Karl Friedrich Klaus Archiv umfasst? Dass die Kunstsammlungen eine der größten Textilsammlungen in Deutschland beherbergen? Dass der expressionistische Maler Karl Schmidt-Rottluff aus Chemnitz stammt und dort gemeinsam mit Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel aufgewachsen ist? Alles interessante Hintergründe. Ich möchte damit sagen, auch eine Reise nach Chemnitz. Sie ist es in jedem Fall wert, auch schon vor 2025, wo Chemnitz Kulturhauptstadt Europa ist und auch die Region erstrahlen lassen wird. Ganz wichtig,
möchte ich noch die Aufmerksamkeit richten auf die Werke der Sammlungslinker, die das Fundament des Museums bildet, wie Sie alle wissen. Wir haben für Sie, Pater, eine Ausstellung vorbereitet, die ganz ausgewählte Arbeiten der Künstlergruppe Spur in den Mittelpunkt rückt und damit eine der drei Säulen beleuchtet von Peter Selinkas Sammlungstätigkeit. Die vier Mitbegründer der Gruppe, sie studierten alle in München an der Akademie und revoltierten mit ihrer Malerei, aber auch mit ihren Manifesten und kulturpolitischen Aktionen gegen die erlebte Widersprüchlichkeit von Wirklichkeit und gesellschaftlichem Schein. Wir zeigen unter anderem unten im Raum einen wunderbaren Ankauf von Peter Selinka, nämlich den ersten Spurankauf, den er getätigt hat. Es ist eine Arbeit, sie heißt Gestreiftes Dorf von Heimrat Brehm und sie zeigt eine Landschaft mit kleinen Dörfern. Bei Peter Selinka weckte sie Erinnerungen an seine eigene Kindheit, an die Kindheit im tschechischen Riesengebirge. Insofern ein ganz besonderer Ursprung und Stimulanz für den Ankauf dieser Künstlergruppe. Und Sie werden dort auch entdecken, großartige Plastiken von Lothar Fischer, dem Bildhauer der Künstlergruppe, mit dem das Sammlungsehepaar persönlich befreundet war. Insofern gibt es hier wirklich unendlich viel zu entdecken. Und auch ich möchte Sie am Ende noch auf unsere neuen Formate, Simon Blümke hat es schon erwähnt, aufmerksam machen. Baby hört mit für frisch gebackene Eltern und Jim, die Jugend im Museum, alles kostenlos möglich. Bedienen Sie sich an den Flyern, nutzen Sie und bewerben Sie die Formate. Und jetzt freue ich mich sehr, weiterzugeben das Wort an die beiden Kuratorinnen dieser Ausstellung. Zunächst Sabine Maria Schmidt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, denn das ist ja nicht nur eine wunderbare Kooperation, die wir ja mit vielen Museen zusammen betreiben, die wir aber zukünftig noch ganz anders weiterentwickeln werden müssen, sondern es ist auch für mich ein Geschenk. Sie können sich vorstellen, wie frustrierend das ist, wenn Sie 5 Monate lang eine Ausstellung aufgebaut haben und die Geister da schon rumschwirren, die natürlich digital existiert. Und da hat man schon ein paar Lehrseminare gemacht, aber sie wurde nicht mehr eröffnet, weil natürlich wir anderes Programm hatten. Die Museen haben es wirklich nicht einfach gehabt in den letzten 2 Jahren. Und das, was auf uns zukommt in den nächsten Monaten, wissen wir auch noch nicht. Für uns ist das aber eine Herausforderung, die wir immer gerne wieder annehmen, vorausgesetzt, wir verlieren nicht unser Publikum. Denn das sind ja die Leute, für die wir das machen. Und wir haben eine Verantwortung in bestimmten historischen Kontinuitäten. Und das sage ich nochmal, weil uns das auch verbindet und weil die Stifterin hier heute im Haus ist. Wir haben übrigens auch, wissen Sie ja, eine der größten Expressionismus-Sammlungen mit im Haus. Historische Kontinuitäten, die auch die Themen, die wir immer wieder beleuchten, bestimmen. Denn so aktuell auch diese Ausstellung ist und ich möchte Ihnen versprechen, dass Sie hier wirklich hochgradig gute Qualität zu sehen bekommen, dass die natürlich auch nicht aus dem Nichts kommt. Ja? Das Bild, was wir aber hier im Hintergrund sehen, also wer sich jetzt noch schnell eine Brille holen will, kann das gerne machen, er würde mich nicht stören, ist so eine Art Programm. Musterung, Pop und Politik in der zeitgenössischen Textilkunst ist der Titel der Ausstellung, und der aber eine ganz wichtige Aufgabe stellt, nämlich Sie sind gebeten, etwas einer besonderen Musterung zu unterziehen. Es geht also jetzt nicht um Pattern und Muster und schicke Textilien in der Kunst. Großteil, ich muss Sie auch enttäuschen, die Künstler, die ich eingeladen habe, sind nicht Textilkünstler per se, sondern es sind einfach herausragende zeitgenössische Künstler, die sich unter anderem mit dem Medium Textil beschäftigen. Und das Medium ist seit Anbeginn ein ganz wichtiges Moment gewesen, um, sage ich mal, auch Geschichten zu erzählen und Bilder zu kreieren.
Ich vereinfache das mal kulturhistorisch. Ich stelle mir immer sofort so vor, nachdem man aufgehört hat, mit den Händen an der Höhle zu malen oder Fressen in die Wände zu kratzen, die Alternative war, die Haut und die Kleider zu beschreiben und zu besticken. Eines der berühmtesten Bildteppiche, das die Kulturgeschichte des Abendlandes zeigt, ist der große Wandteppich von Bayeux. Das ist ein Historienbild, das damals die Eroberung des Normannenkönigs Wilhelm des Eroberers von England bezeichnet. Also eine ganz klassische europäische Geschichte. Wir sehen auch hier einen Wandteppich. Dieser Wandteppich zeigt das, was auch sprachlich uns verbindet. Es geht um Vernetzen, um Verwebeln, um Knäueln, um Knurbeln, um Entwickeln, um Verdichten. Es gibt ganz viele Ebenen in diesem Bild, nämlich reale Objekte, die dort sind, die bestimmte Musterungen haben. Es gibt ein Bild, ganz klassisch tolles digitaler Print, hochwertig ausgedruckt, in einem ganz speziellen 3D Lightroom entwickelt. Der Künstler ist eigentlich eher, Tim Beresheim ist sein Name, Erfinder als ein klassischer Künstler. Er hat so eine Art Innenraum, also in Computerprogrammen geschaffen, mit dem er bestimmte Objekte allein mit 80, 70 Kameras beleuchtet und dadurch unglaubliche 3D-Effekte erschafft, also eine eigene Methode entwickelt. Sie können das Bild so sehen, wie Sie jetzt es sehen. Es ist so relativ oberflächlich, mit einer 3D-Brille passiert schon etwas völlig anderes. Und mit der App, die Sie herunterladen können und die wir vielleicht gleich den Personen, die gerade nicht das passende Handy dabei haben, vielleicht potenziell einmal zeigen können. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir würden es versuchen. Denn dann wird aus diesem Gemälde ein bewegtes Bild. Diese zwei Welten sind die, die uns momentan beschäftigen. Die Digitalität, die alle unsere Lebensräume beherrscht, alle unsere Produktionsprozesse leitet und die aber trotz allem bestimmte Dinge nicht hat. Es gibt keine Gravitation, es gibt keine Materialknappheit, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Hindernisse, die wir im täglichen Leben in Auseinandersetzung mit realen Materialien haben, bewältigen müssen. Und diese Craziness schafft auf der einen Seite ganz tolle neue Welten, auf der anderen Seite ist es sehr frustrierend und ein Großteil der Künstler freut sich oder arbeitet darauf hin, immer wieder in die reale Welt hineinzukommen und die Dinge zu übertragen auf reale Textilien. Deshalb jedes Bild, was Sie hier sehen in der Ausstellung, ist per se erst einmal ein wunderschönes Gemälde, das aber nie das ist, was es ist. Die meisten Bilder haben eine völlig andere Ebene. Sie erzählen Ihnen, wie sie entstanden sind oder sie behaupten, dass sie irgendwie entstanden sind und das sind sie aber gar nicht. Sie sind schön und haben aber in sich eine ganz andere Konsistenz oder eine ganz andere Botschaft, die wir teilweise nicht lesen können. Zum Beispiel die Sitzsäcke hier haben Trauertexte und Geschichten, die wir nicht lesen können. Jelena Popova, die Sie unten sehen können, hat konstruktivistisch anmutende Teppiche entwickelt, die in der Jacquard-Technik entstanden sind, eine ganz klassische Webtechnik, die an den russischen Konstruktivismus erinnern und so Stäbe haben, Stangen, ganz merkwürdige Dinge. Und wenn man weiß, dass die Künstlerin aus Russland kommt, aus einer Region, in der sehr viele Atomtests gemacht wurden und in der die ganze Region verseucht ist und sie sich mit den Folgen von Atomkraft beschäftigt und so ganz lapidar, wie man das aus der Avantgarde, der utopischen Avantgarde der 20er Jahre kennt, Mausoleen für Atomkraftwerke vorstellt, dann ist es eins dieser vielen Themen, die wir in dieser Ausstellung behandeln. Nevin Allardak fügt und Teppiche zusammen, was ganz Banales. Sieht aus wie Teppichreste, ist aber eine hochkomplizierte Montage. Teppiche aus aller Welt, jeglicher Qualität, die sie eine Social Fabric nennt. Weil sie sagt, dass jede Kultur oder jede Gesellschaft auch bestimmte Ornamente und Strukturen und Teppiche hervorgebracht hat. Das ist so eine metaphorische Verknüpfung. Sarah Caesar, die heute auch da ist, worüber wir uns freuen, hat zwei Arbeiten gemacht, die fast klassisches Trompe-l'œil des 17., 18. Jahrhunderts sind. Ich weiß nicht, ob Sie sofort von Weitem sehen können, was das ist, was Sie da sehen. Oder wie das wohl gemacht ist. Ist das überhaupt Textil? Oder ist das eine Fotografie? Um das zu überprüfen, würde ich Sie gleich mal auf der anderen Seite hinfragen, ob Sie erkennen, was eigentlich mit der Katze los ist,
ob sie sich die einmal genau angeschaut hat und erkennen, ist das jetzt ein T-Shirt oder ist das eine Katze? Es gibt ganz viele Fragen, die diese Ausstellung zeigt. Oder im Hintergrund, ist jetzt ein bisschen verdeckt von unserem Kamerateam, macht aber nichts, auch von Tobias Handmann, eine Arbeit, die nochmal zeigt, wie fragil und peripher auch die Textiltechniken sein können. Das, was da so eine Art Herbarium ist, also in dieser Glasvitrine, die er eigens entwickelt hat, die ursprünglich auch als mobile Vitrine gedacht war, sehen Sie einen Velourteppich, aber wie kommt denn dieses Bild da rein? Schauen Sie mal und überlegen Sie sich, was Sie da sehen und wie das gemacht sein könnte. Es ist also jemand, der die Arbeiten mit einem Pinsel in diesen Teppich reinstreicht. Als Hausfrau kennt man das manchmal beim Staubsaugen. Oh, was habe ich denn da für ein Muster gebracht? Will ich das so haben? Und Tobias Handmann hat das in dieser Serie einfach perfektioniert. Die Kehrseite von der Medaille ist aber einmal wischen, was ja heute gerne gemacht wird bei sozialen Medien, aber einmal wischen und die Welt ist weg. Das Bild ist weg. Es gibt also ganz viele Beispiele, die wir hier in der Ausstellung bekommen oder zu sehen bekommen und in denen es wirklich darum geht, zu überprüfen, wie mit den Medien ganz neue Strategien entwickelt werden können. Und ich komme nochmal auf die historische Kontinuität zurück. Die ursprünglichste Textil, also nach den Wandteppichen wie von Bayeux, hat erst noch ein bisschen gedauert, dass man nämlich ganz feine Leinwand als Trägermaterial für Malerei benutzt. Also Malerei ist per se eigentlich immer auch irgendwie schon Textil oder zumindest Textilkunst, aber hat damit zu tun. Und die Künstler heute nutzen ganz viele andere Möglichkeiten, um diese Bilder oder Bildfragestellungen zu zeigen. Und dabei spielt das auch das Material immer eine Rolle, das zu tun. Ich sehe schon, dass einige jetzt sehr interessiert sind an diesen 3D-Effekten. Sie merken, wie räumlich die Arbeit wird, wie sich etwas bewegt, wie die Tücher und die Hemden in diesem Bild schwirren. Also diese Arbeit ist wirklich programmatisch für das, was die Ausstellung zeigen soll. Es ist übrigens eine Arbeit, die extra für Ravensburg gemacht wurde, auch in dem Format. Sie sehen, das ist auf die Architektur eingepasst, es ist in der Größe produziert und so wie damals die Sticker die ganzen Bahnen lang, also der Teppich ist ungefähr 59 cm groß oder 50 cm hoch und irgendwie, ich glaube, 76 Meter breit, der Teppich von Bayeux. So arbeiten die heutigen Künstler mit Rollen, also Printrollen, die irgendwie so breit sind und in Bahnen dann immer zu großen Monumentalgemälden auch gemacht werden können. Ich habe zusammen mit meiner sehr freundlichen oder tollen Kollegin Christina Gross vereinbart, dass wir uns die Eröffnungsrede teilen und sie wird mich jetzt ablösen. Christina, hast du das gehört? Ja, genau. Ich glaube, die hört gar nicht zu. Also Christina Groß würde jetzt noch einen weiteren Teil der künstlerischen Position vorstellen und dann möchten wir beide Ihnen anbieten, wir sind ja hier, wir erklären Ihnen alles, was Sie wissen möchten und sprechen auch gerne noch vor einzelnen Arbeiten mit Ihnen, zumindest noch mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde. Vielen Dank. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich muss sagen, so ein Bild hat sich mir auch noch nicht ergeben, dass ich in so viele Anaglyph-Brillen gucke. Ich fühle mich an die Zeit des 3D-Kinos zurückversetzt. Schön, dass Sie so interessiert sind, deswegen gleich auch der Hinweis, ich würde im Anschluss dann noch mein Handy hochholen, dann können auch die Interessierten nochmal durch die App schauen und schauen, was sich da in dem Kunstwerk noch tut. Liebe Sabine, herzlichen Dank für die spannende Einführung schon und auch von mir an alle ein herzliches Willkommen. Ich würde jetzt einfach noch mich dir anschließen und noch ein paar weiteren Werken einer genaueren Musterung unterziehen. Vielen von Ihnen ist bestimmt die Künstlerin Rosemarie Trockel bekannt. Rosemarie Trockel ist eine Künstlerin, die in den 1980er Jahren mit ihren Strickbildern bekannt geworden ist. Die Strickbilder finden Sie im ersten Obergeschoss auf der dunkelblauen Wand. Trockels Arbeiten brechen darin gleich mit mehreren stereotypen Rollenbildern.
Im ersten Moment könnte man bei Strickbildern vielleicht an das Klischee einer mit Stricknadeln klappernden Hausfrau denken, auch wenn ich mir sagen lassen habe, dass das Stricken in den 80er Jahren total populär war und ja auch heutzutage wieder ein Revival erfährt. Aber Rosemarie Trockel hat in den 1980er Jahren ihre Strickbilder bereits maschinell herstellen lassen. Was sehen wir auf den Arbeiten von Rosemarie Trockel? Wir sehen monochrome Farbflächen, die versehen sind mit Wollsiegelsymbol, Playboy-Bunny oder Hammer- und Sichelsymbol. Die Art und Weise, wie Rosemarie Trockel ihre Bilder gestaltet, erinnert an die Minimal Art. Sorry, das ist ein bisschen zu tief. Die Art und Weise, wie Rosemarie Trockel ihre Strickbilder gestaltet, erinnert sowohl an die Minimal Art als auch an die Pop Art. Also zwei Kunstrichtungen, die damals vorwiegend männlich dominiert waren. Rosemarie Trockel kommt nun als junge Künstler daher und stellt ihre Strickbilder zur Schau. Ich glaube, dass von den Minimal Artists und den Pop Artists niemand gestrickt hat. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Vielleicht hat Rosemarie Trockel als junge Künstlerin gerade deshalb mit ihren Strickbildern Kunstgeschichte geschrieben. Die Arbeiten der jüngsten Künstlerin der Ausstellung finden Sie auf der eingangs ultramarinblauen farbenen Wand. Sie haben sie sicherlich alle bemerkt. Wir haben dort Tierfelle an die Wände gebracht. Magdalena Kita heißt die Künstlerin, die diese Tierfelle in bunten, grellen Farben bemalt hat. Ich finde, dass Magdalena Kitas Bildsprache wirklich durch eine naiv lustvolle Bildsprache besticht und sie steht für einen frischen, jungen, libertären Feminismus. Was sehen wir nun auf den Tierfellen? Nackte, erotisch anmutende Frauen auf Tierfellen. Tierfelle, das sind eigentlich Trophäen der Jagd. Magdalena Kita rückt so erotische Fantasien lustvoll ins Bild und bricht gleichzeitig mit stereotypen Rollenbildern. Denn wenn man die Fälle genauer betrachtet, sieht man, die Frauen sind sehr selbstbewusst. Und man könnte die Frage stellen, wer ist hier eigentlich der Jäger und wer wird zum Gejagten? Auch die im ersten Obergeschoss raumgreifende Installation der Künstlerin Erika Hock ist Ihnen sicherlich aufgefallen. Eine Installation, die aus Gardinenfäden besteht. Sie dürfen die Installation übrigens betreten. Fließende Fäden mit sanften und kräftigen Farben bilden reduzierte Formen und sind nicht nur körperlich erfahrbar, sondern lassen zahlreiche Assoziationen zu. Ich denke da an die Form der Pop-Art, Lavalampen, vom hochwertigen Designobjekt bis hin zu, Erika, entschuldige, wenn meine Assoziationen vielleicht mit mir durchgehen, bis hin zu Separés, vielleicht zwielichtiger Orte, Haut und weiblichen Brüsten. Blicken wir jetzt einmal auf die großformatigen Wandteppich von Shannon Bull, die Sie hier auf der Seitenwand finden. Auch in diesen geht es bei genauerer Musterung körperlich zu. Mit etwas Abstand lassen sich nackte Frauenkörper in erotischen Posen oder vielleicht sogar Interaktionen entdecken. Shannon Bull hat sich hier von den Secret Drawings, also den geheimen Zeichnungen von Le Corbusier, inspirieren lassen. Le Corbusier ist ein Schweizer Architekt, einer der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts und er steht vor allem für eine modernistische Bauweise. Angeregt von orientalischen Postkarten, die Le Corbusier damals auf einer Reise nach Algerien entdeckte, als er an seinem Obus-Projekt, also einem Bauprojekt, was er in der Hauptstadt Algeriens umsetzen wollte, arbeitete, schaffte er diese Zeichnung nackter Frauen. Was jetzt spannend an den Arbeiten ist, dass Shannon Bull diese nackten Frauenkörper wieder mit Mustern bedeckt. Mit Mustern von klassischen Berberteppichen oder Kelim-Teppich, also algerischen Teppichen, und sie ihnen sozusagen eine zweite Haut gibt. Ganz klar stellt Shannon Bull hiermit Fragen nach Form der Aneignung und auch nach der Kolonialisierung. Dass das Textile ein künstlerisches Medium ist, das eben nicht nur formgebend ist, sondern selbst immer auch Bedeutungsträger ist, können wir auch an den Arbeiten von Edith Dykens beobachten. Wenn Sie sich alle umdrehen, sehen Sie zwei Videoprojektionen auf der hinteren Stirnwand. Was sehen wir darauf? Die Videoproduktion One Second of Silence von Edith Dykens zeigt transparente Flaggen. Durch diese transparenten Flaggen blicken wir auf einen leicht wolkenverhangenen Himmel. Wir können kein genauer Ort lässt sich ausmachen. Zu sehen ist lediglich der Himmel, der die gesamte Welt umspannt. Ein höchst poetisch wie politisches Bild, frei von jeglicher Repräsentation von Macht, Staatlichkeit oder Grenzziehung.
Wir haben jetzt nur einige Beispiele der hier ausgestellten Künstlerinnen herausgegriffen. Viele weitere poppige und politische Stoffe werden in den komplexen textilen Bildwelten verarbeitet. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Entdecken. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass wir gemeinsam mit den Kunstsammlungen Chemnitz, weil in Chemnitz einfach aufgrund der Räumlichkeiten oder auch auf der Verfügbarkeit wurden teilweise andere Arbeiten gezeigt. Wir wollen gemeinsam noch einen Ausstellungskatalog herausgeben, wo dann alle Arbeiten nochmal zusammenkommen. Und wir konnten wieder tolle Gäste für unser Rahmenprogramm gewinnen. Auch Sabine Maria Schmidt macht nochmal den Weg zu uns nach Ravensburg zu einem Vortrag. Und wir haben noch Julia Hörner, die künstlerische Direktorin des KIC in Düsseldorf, eingeladen, da sie sich selbst einmal in einer Ausstellung mit dem Textilen beschäftigt hat. Zum Abschluss möchte ich auch mich bedanken, Sabine, bei dir für die wirklich sehr inspirierende und bereichere Zusammenarbeit und auch für diese großartige Auswahl an Künstlerinnen, die du zusammengestellt hast. Also ich bin unglaublich froh, dass wir die Gelegenheit haben, diese Ausstellung Ihnen hier präsentieren zu dürfen. Und natürlich bedanken möchte ich mich bei allen teilnehmenden Künstlerinnen und Leihgebern für ihr Vertrauen. Ich wünsche uns jetzt allen einen schönen Abend. Wenn Sie Fragen haben, Sabine hat es angesprochen, wir sind hier und ich freue mich jetzt mit Ihnen diese Ausstellung genießen zu können.